Hallöchen da draußen. Willkommen zurück zu Dad in Bermuda. Willkommen zu Tag 9 und wir haben so ein kleines Problemchen. Send to Camp. Wir schicken jetzt alle zurück an Campfire. Denn wir müssen von den guten Leuten erstmal, die müssen wir erstmal so durchchecken. Da ist so einiges im Argen, was Depression und Müdigkeit angeht. Wir haben noch nichts mehr zu fressen. Immer noch. Info. 12 Punkte, die verteilen wir hier erstmal. Was hatten wir denn bei der das letzte Mal gemacht? Ich glaube, wir sind auf Newsletch gegangen. Da machen wir auch, glaube ich, weiter. Dass die da bisschen cleverer abgeht. Aber bei Fishing, Cooking, Scavenging und Medicine ist der bei der ja sowieso Hopfen und Malz lohnt. Sie ist... Die hat ja... Ich wusste es ja. Die hat Fighting wie Sau. Und Hunting auch. Ich hätte mir die Leute da mal besser unter die Lupe nehmen sollen. Aber jetzt machen wir weiter. Die kriegt ein bisschen Cleverness. So, und da hatten wir noch jemanden. Ihn so hier so. Der ist auch Hunting, Fighting, glaube ich auch, gut drauf. Der hat so viel Newsletter, sollten wir auch mal was lernen, zum Lernen schicken. Müssen wir ein bisschen flexibler werden, was da die Aufgabenverteilung angeht. Ich meine, das letzte Mal hatten wir eben Fighting oder Scavenging gegeben. Fighting 55. So, wir machen mal hier zwei hier ein, dann haben wir noch 5, die kriegt er da unten rein. So. Und die Leute sind einfach im Arsch. Salopp ausgedrückt. So, wir haben ein Schiffswrack entdeckt. Das können wir zerlegen für Ressourcen. Und wir können tauchen. Da schicken wir jetzt die Julia hin tauchen, die hat eine gute Agilität. Success. Rum. Und Gold. What the fuck? Okay, dann... Dann zerlegen wir das Ding. Das macht Dr. Sommer. Also klar. Was ist denn das jetzt? Ne Knochenfledermaus, Batman, Scheißdreck, Viech. Zwei Holz. Zwei fucking Holz. Okay.
Wir brauchen ja das Angelding immer noch. Wie sieht's denn da jetzt mittlerweile aus? Ein Holz. Okay. Gathering. Wer ist noch nicht total im Arsch? Sie ist noch nicht total im Arsch. Ups, ein Holz zusammengekriegt. Ich weiß ja nicht. Suchholz. So. Und er ist noch nicht total im Arsch. Ah, und die beiden... Ach, und die beiden haben jetzt eine Chance auf 2 bis 5. Wenn ich ihn jetzt wegstelle, 1 bis 3. Aha, so läuft das. Gut. Der Rest. Oh mein Gott. 60% im Arsch, 60% im Arsch und 60% im Arsch. So. Ich würde mal sagen, wenn das Holz jetzt dann ankommt, dann machen wir den Rest des Tages frei. Haben wir ja sonst keine andere Wahl, als das so zu tun. So, bisschen geht die Erschöpfung runter. Das hat ihnen gut getan. Gegessen haben sie ja nicht. Oh, sie haben die 3 Holz geschafft. Wow. Wir haben die 3 Holz geschafft. Into Campfire, into Campfire. Okay. Dann schauen wir noch mal direkt nach jetzt. Wie ist das hier mit Craften? Immerhin. Aber nee. Wir müssen die Leute mehr ausruhen lassen. So, wer kann... Ups. Wer kann noch pennen? 49%, 49%, 45, 45, 43, 41, 40. Die sind einfach total, alle total hinüber. So, die mit der größten Depression bleiben am Lagerfeuer. Das heißt, du gehst noch schlafen. Und du gehst noch schlafen. Apropos Lagerfeuer. Wir brauchen 20, dann füllen wir nochmal 2 nach. Wasser. So. Dann haben wir wenigstens das Wasser. Und... Das lassen wir so stehen. Die Leute müssen ausruhen. Hat keinen Wert sonst. Der Juri kriegt seine Depression auch so langsam nicht mehr in den Griff. Aber Junge, du musst noch 4-mal Lager voll, du musst noch 4-mal Flugzeug durchsuchen. Aha, was hat er? Er hat irgendwas erreicht? Positives Denken. Bei ihm wird in Zukunft
Oder gilt das jetzt für alle, dass die Depression eineinhalb Mal schneller sinkt oder nur für ihn? Ich glaube nur für ihn. So. Und hier auch nochmal ordentlich mal ein Abratzen. Abratzen. Jo. Und schon war's das wieder. Wir haben glorreiche 5 Früchte, die wir verabreichen können. Wir wollten immer unter 30% bleiben. Kriegen wir hier an der Stelle nicht mehr hin. Wir erhöhen auf mindestens unter 40% bleiben. Ja. Komm, dann kriegt die Kleine noch was. Unser Lobob kriegt noch was. Und dann kriegt der Juri auch noch ein Übstchen. So. Was ist eigentlich das? Sind das Verbände? Ich weiß es nicht. Oder ist es auch was, das die essen können? Probieren wir es mal. Ach, das ist auch irgendwas, das sie noch futtern können. Okay, gut. Da haben wir noch 37%. Da haben wir noch 35%. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Juri. So, jetzt sind wir definitiv durch die Bank. Absolut. Out of Essen. Ja, schön. Läuft. Dann geht mal pennen. Ich habe so übrigens so das Gefühl, dass die über Nacht sich so gar nicht ausruhen. Aber naja. Okay, das war's dann. Tschüss.